Wir könnten übrigens auch mal den Sold auf hoch setzen. So, jetzt können wir die Gebäude weiter ausbauen. Da kommen unsere Kühe. Und ja, wenn wir ein bisschen Milch drin haben, werden wir auch anfangen, das zu verarbeiten. Wie gesagt, Schafe sind dann doch so eine Sache. Und die wir uns als nächstes bauen sollten. So. Landvogt Markus befördert zum Baron. Ich, Markus, werde euch immer treu ergeben sein. Ihr seid eures Titels würdig, mein Freund. Vielleicht könnt ihr den Botschafter aus dem Süden aus seinem Kerker befreien. Er befindet sich in der Gewalt von Crimson Sabbath. Sie ist diejenige, die die jüngsten Raubzüge gegen euch angeführt hat. Verstanden. Ihr müsst herausfinden, wo der Botschafter aus dem Süden gefangen gehalten wird. Diese Information befindet sich in Kirkason. Nutzt eure Bogenschützen, um die Straße von Soldaten zu befreien und kehrt dann zurück, damit wir einen Spion entsenden können. Ja, das da zerstören. So, jetzt Schäfchen. So, drei Schafweiden dürften reichen. Und ich hätte gerne drei Paar Schafe. Verstanden. Oder drei Schafsherden, besser gesagt. Alles klar. Ei. So, Eisen. Haben wir jetzt die Mine auf Maximum? Das ist auch gut. Da kehrt sogar einer gerade mit Essen zurück. Ich werde angegriffen! Ja gut, Markus sollte die letzten beiden Wölfe schaffen, ohne einem zu sterben. Schafhirten fehlt es an Schafen. Und ja, die Schäfchen, die kommen ja. Da. Wie gesagt, ich sehe hier oben nur ein einzelnes Schaf. Wenn das wirklich ein Schaf war. Und nicht noch ein Wolf. Wie ihr wünscht. Oh, hier gibt es immer wenigstens auch noch einen Weg wie über die wünscht. Fjord. Sofort. So, die 200 Goldmünzen, die sofort. Nehme ich gerne mit. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Sofort. Tja, und so können wir den Gegner etwas umgehen und gucken, was er schon unterwegs noch hinter sich hat. Wahrscheinlich auch jede Menge Truppen. Schon unterwegs. Ei. Also hier hätte. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hier hätte er noch eine. Alles klar. Außenposten sofort. Und Schäfchen. Eine ganze Schafsherde. Wie ihr wünscht. Sofort. Und Wölfe. Ei. Gut, mit Wölfen wollen alles wir uns gerade nicht anlegen. Auf euren Befehl. Jawohl.
Auf euren Befehl. Deswegen nehmen wir den sicheren Weg zurück nach Hause. So, wir haben Schäfchen. Wir bräuchten Wasser. Warte mal, holen die dich jetzt gerade Wasser? Ja, die holen Wasser. Ich kann halt blöderweise noch keine zusätzlichen Brunnen bauen. So, ich kann aber jetzt wieder deine Produktion anwerfen. Und kann mit der Burgproduktion beginnen. So, wir kriegen auf jeden Fall genug Tiere rein, dass ich eine Metzgerei errichten kann. Und wir haben ein bisschen Milch reingekriegt für eine Käserei. Und ja, da können wir dann noch eine Bäckerei aufbauen. Und wir bauen mal das Lagerhaus auf Stufe 3 auf. Die Bevölkerung ist ja noch in Ordnung. So, der bringt Wasser für die Schafe. Die melken ihre Kühe. Und es kommt alles gut rein. Wie ihr wünscht. Sofort. So, das heißt, ich errichte jetzt einen Pfad vorbei an meinen Außenposten. Hier hoch in das Gebiet. Marschfahrt. Dann wird es langsam mal Zeit, Straßen zu bauen. Das Stück Weg können wir abreißen, das brauchen wir nicht unbedingt. Und der Winter fängt wieder an. So, die Straße ist fertig.
Das brauchen wir nicht unbedingt zur Straße machen. Aber das hier wenigstens. Na, keine Mauer, nicht mehr auf Straßen. Das Stückchen hier können wir nicht zur Straße machen. Aber wenigstens bis zur Schafsfarm sollten wir alles noch Straße machen. Fangen wir eben hier unten an. Ja, das Stück können wir nicht zur Straße machen, aus irgendwelchen Gründen. Nahrung ist alles soweit in Ordnung. Du kannst noch einmal ausgebaut werden. Ja, Kleidung ist jetzt halt das große Problem. Deswegen... nein, wir brauchen eine Weber. Weil die ersten beklagen sich schon, dass sie keine Klamotten mehr haben. Und ja, so, das Gute ist, solange Winter ist, sind die Schafsweiden dauer aufgefüllt. Das heißt, die Schäfer müssen nicht Wasser holen. Das ist gerade so der einzige Vorteil. Also ja, unsere Nahrungsversorgung ist gut. Kleidung müsste jetzt optimiert werden. Das hier läuft auch einwandfrei. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Wie ihr wünscht. So, jeweils drei Trupps. Wie ihr wünscht. Und ja, unser Weber macht seine erste... Wollklamotten. Dafür haben wir ja jetzt schon mal genug Wolle. Also ja, bei uns läuft gerade alles recht gut. Bisher ist abgesehen von der Kleidung und das Problem ist halt auch der Winter. Im Winter wird mehr Kleidung verbraucht, gefühlt. Aber ja, jetzt da wir einen Weber haben. So, erhöhen wir mal unsere Freude ein bisschen. Indem wir ein paar Frauen auch anlocken. Während unsere Steuereintreiber überall herumlaufen und Steuereinnahmen einsacken.
könnten da noch einmal die Kirche ausbauen. Was wir vielleicht eher machen sollten erstmal. Aus der letzten Mission lernen.